Das Haus der Freuden. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupte Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lordregenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lordregent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Das Haus der Freuden, da sehe ich uns, Peppy. Auf jeden Fall. eliminiere die Pendleton-Zwillinge. Triff Slugjeff in der Destillerie. Ich weiß nicht, ob der so freundlich uns gegenüber gesonnen ist. Wir haben immerhin seinen Whisky vergiftet. Speichern wir erstmal. Chaosfaktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und als das Ende ist düsterer. Ich mag sie eigentlich düster. Aber das muss es jetzt trotzdem nicht sein, Leute. Wachturm? Wo ist dieser Wachturm? Alles klar. Also ich sollte hier wohl nicht mehr entlang gehen auf der Straße. Nur Schrott, wenn du mich fragst. Wieso erklären die mir den Chaosfaktor eigentlich erst jetzt? Achtung, Bürger von Dunwall. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Was? Slackjaw will mit dir reden. Okay. Okay, die Lumpengräfin ist nicht mehr da, wo sie mal gewohnt hat, nämlich hier. Ich speichere nochmal. Ich will nicht von dir in den Hintern getreten bekommen, weil ich dich vergiftet habe. Und das könnte eine gute Falle sein. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Aha. Er will reden. In der Destillerie. Ich weiß nicht, ob ich mich da sehe, Jungs. Okay, es tauchen immer neue Artefakte auf. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe erst rein. Gehe ich erst rein? Ich gehe erst rein.
Im besten Fall weiß er gar nicht, dass wir ihn vergiftet haben. Wir halten es da drin nicht mehr lange aus. Darf ich jetzt einfach durchlaufen? Hören Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen. Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Nennt man Ironie, glaube ich. Das Elixier soll gegen die Seuche helfen. Aber jemand hat das Zeug vergiftet. Das Elixier macht jetzt krank. Ich glaube nicht, dass das Wort das mit... Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so nett war. Okay, beinahe. Kacke. Wieso haben wir das vergiftet? Was war... Lumpengräfin, du blöde Kuh. Da wusste ich aber auch nur nicht, dass das Elixier gegen die Krankheit hilft. Ist ja zufällig irgendwo ein Ratte oder so? Ich brauche jetzt einen Schlüssel. Ich klaue mal nichts. Erstmal. Warte mal kurz. Ich komme hier nicht durch. Was zum? Ja? So ein Problem mit mir? Irgendwas Gutes gefunden? Peppy, nein. Ich bin kein gewissenloses Schwein. Kein eiskalter Killer, so wie Peter. Ich werde mich dazu nicht überreden lassen. Hast du nicht gehört? Noch nicht. Joe hebt sich das gute Zeug selbst. Erstmal quatschen. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Wo soll er denn sein? Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei in der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay.
Dringe in Dr. Galvanis Büro ein. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, ist ne, kein Thema. Mache ich für dich. Wenn ich mich dafür ein bisschen bedienen kann bei dir. Damit Peppy auch glücklich ist. Dann nehmen wir uns gleich noch den Kram hier mit und dann ist alles gut. Okay, wir können eh nichts mehr davon nehmen. Okay. Was ist denn jetzt los? Nein, nicht gut. Komm mal jemand hierher. Stirb, elender Bastard. Schieß. Ich töte sie ja nicht. Gilt das auch als Mord, wenn ich sie nicht töte? Hilf mir mal jemand. Ich stech dich ab und werf dich in den Fluss. Holen wir uns diesen Kerl. Ich werde deine Leiche plündern. Hilf mir mal jemand. Blute. Das ist dein Ende. Ich hoffe, Peppy ist zufrieden. Nachdem ich die Leute beklaut habe. Ja, irgendwie ist er da. Aber so wie sie grinst, sage ich mal ja. Wir haben drei Runen, könnten noch was holen, aber ich spare erst einmal. Hallo. HM4872. Rechts in der Ecke ist noch Loot. Münze. Essen. Springmenü können wir nicht nehmen. Hier jetzt alles, was ich nehmen konnte. Es wird mir zumindest nichts angezeigt und das Herz pulsiert nicht. Also gehe ich mal von ja aus. Ich würde aber sagen, speichere mal eben. Mache eine kurze Pause und dann gehen wir mit zu Vampire über. Vampire to Masquerade Bloodlines.